Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. My Magic Moment. Ja, das erste Mal auf dem Rücken von meinem eigenen Babypferd sitzen, das war einfach unbeschreiblich. Dass das echt mal so in meinem Leben nochmal passiert wird, dass ich so auf so einem jungen Pferd sitze und dann auch noch auf eins, was da mir gehört, das hätte mir vor ein paar Jahren, hätte mir das einer erzählt, hätte ich es nicht geglaubt. Das Video, falls ihr es nicht gesehen habt, ich verlinke es euch am Ende von diesem Video nochmal, dann könnt ihr euch es anschauen, wie man sich so anstellen kann, wenn man das erste Mal wirklich auf so einem jungen Pferd sitzt und eben vielleicht nicht alles richtig macht. Und da kann ich immer wieder nur sagen, wie auch schon im letzten Video, ich bin so unfassbar dankbar, dass ich so ein ganz, ganz tolles, braves Pferd habe, der auch Fehler verzeiht. Dazu kommen wir nämlich heute auch in diesem Video nochmal. Wie ist es weitergegangen? Was haben wir gemacht? Wir haben natürlich relativ schnell daran angeschlossen, dass ich so ein bisschen halt auch einfach das Gefühl dafür bekomme. Mein Trainer, Bereiter, der hat vorher trotzdem immer einmal abgeritten, dass einfach so ein bisschen die Grundlage da war und ich auch nochmal gesehen habe, auch heute ist alles gut, auch heute ist er brav. Wir sind beim zweiten Mal dann, also für mich das zweite Mal, dann auch in der großen Halle gewesen, aber ich habe mich trotzdem nochmal an die Longe nehmen lassen, weil ich gesagt habe, es ist mir einfach sicherer, weil ich bekomme die Steuerung halt einfach noch nicht so hin. Und wie beim letzten Mal ja auch schon gesagt, muss ich einmal dieses Gefühl erstmal entwickeln für die Hand. Beim ersten Mal ist Q ja mir teilweise etwas sehr eng gekommen, weil ich halt einfach zu viel mit der Hand dran war. Und das war natürlich jetzt erstmal meine Aufgabe, das irgendwie zu verbessern bzw. in den Griff zu bekommen. Also auch wirklich dieses, ja, die richtige Mischung herausfinden zwischen ich treibe von hinten nach vorne an die Hand heran. Man hat ja immer so, also ich hatte halt immer so im Hintergrund so junges Pferd, da setzt dich drauf, da machst du einmal das Bein zu und dann schießt dir das los. Und ich musste halt einfach merken, dass das gar nicht so ist. Und genau, wir sind dann halt einfach nochmal ein bisschen an der Longe, rechts rum, links rum. Wobei zum Beispiel es rechts rum beim zweiten Mal, also quasi, was ihr jetzt hier gerade seht, es echt unheimlich schwer mir gefallen ist, das hinzubekommen. Also es war wirklich nicht so einfach. Ich habe mich am Ende dann nochmal von der Longe abnehmen lassen, bin dann wenigstens eine Runde Schritt nochmal selbstständig quasi in der Halle geritten. Aber das war für mich dann wirklich auch schon so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wir sind schon wieder ein ganzes Stück weiter. Ich meine, ich habe dann schon mal so ein bisschen gewusst, was kommt auf mich zu, wie fühlt sich dieses Pferd an. Und ich habe mich echt so versucht, auf die Anlehnung zu konzentrieren. Also im Verhältnis zum ersten Mal war es schon wirklich deutlich besser, wenn halt auch immer noch nicht gut. Aber ich weiß ja, woran ich arbeiten muss. Beim nächsten Mal sind wir wieder in der großen Halle gewesen. Und diesmal wurde ich relativ schnell von der Longe abgemacht, wie so ein kleines Kind. Du bist jetzt alt genug, du kannst das. Okay, habe ich mir gedacht. Wenn mein Trainer sagt, ich kann das, dann glaube ich ihm auch, ich kann das. Also sind wir losgetrabt. Wir haben eigentlich, also bin ich mit dem Q eigentlich nur außenrum getrabt und habe mal einen Handwechsel, habe ich glaube ich sogar noch einen Schritt gemacht. Also eigentlich bin ich nur ganze Bahn getrabt, bin da ganz ehrlich. Aber ich habe schon ein viel besseres Gefühl für mich gehabt für das Pferd. Also, dass ich dachte, okay, du kriegst langsam so einen Hauch von dem Feeling, was du für dieses Pferd brauchst. Q ist unglaublich, er gibt dennoch einem eine Sicherheit, das kann man sich nicht vorstellen. Also man setzt sich da drauf und man fühlt sich einfach richtig wohl und man fühlt sich sicher. Also es ist wirklich nicht so, dass man denkt so, man muss jetzt aufpassen, dass wenn du jetzt auch hier vielleicht zuppelst oder da mit dem Bein zu viel bist, dass dann irgendwie ein Problem entsteht. Nein, im Gegenteil, er verzeiht mir extrem meine Fehler. Und das hätte ich nie gedacht, dass das bei einem jungen Pferd schon so möglich ist, dass er im Prinzip für mich den Lehrmeister gerade spielt. Eigentlich müsste ja umgekehrt sein, eigentlich müsste ich ihm ja die Sicherheit geben. Aber nein, er gibt mir gerade extremst und unheimlich viel Sicherheit nach dem Motto, Mutti, entspann dich, wir zwei, wir bekommen das schon hin. Bei meinem vierten Mal Reiten auf Q war ich dann wirklich schon einen ganzen Ticken selbstbewusster, denn ich wollte freiwillig auf dem Platz reiten. Ich habe natürlich Q schon so oft jetzt auch mit meinem Trainer draußen reiten sehen und er war immer entspannt. Es gab nicht einmal eine Situation, wo er irgendwie weggesprungen wäre oder irgendwo geguckt hätte. Selbst wenn draußen da die LKWs an der Bundesstraße, Landstraße da vorbeifahren, es interessiert ihn nicht.
Also habe ich mir gedacht, er ist doch so brav, dann kannst du auch draußen reiten. Und das haben wir auch gemacht. Ich bin draußen dann geritten und ich habe so ein gutes Gefühl an dem Tag gehabt im Trab, weil ich einfach für mich zum Reiten kam, ein gutes Gefühl mit der Verbindung zum Maul hatte. Also ihr seht das auch schon, die Anlehnung hat sich allein schon in den ersten vier Mal bei mir deutlich in Anführungszeichen verbessert, weil ich einfach ja immer mehr lerne, wie dieses Pferd quasi, welche Anlehnung, welche Verbindung es wirklich braucht. Und es hat so viel Spaß gemacht, auf diesem Platz rumzureiten. Das war so toll. Ich liebe eigentlich draußen reiten auch. Aber dass ich mit meinem dreijährigen Hengst draußen auf dem Springplatz einfach so durch die Gegend traben kann, also oh, ich bin so furchtbar stolz auf dieses Pferd. Das muss ich einfach mal sagen. Dann hatten wir auch unseren allerersten Schreckmoment und das war eigentlich für mich ein sehr großer Schlüsselmoment, denn auf dem Paddock nebendran hatte ein anderer Hengst gerade ein bisschen Party gemacht, ist ja nicht schlimm. Und Q war halt so konzentriert, dass er das erst nicht so registriert hatte und sich dann halt kurz einmal erschrocken hat. Shit happens, kann passieren. Für mich war das in der Hinsicht wichtig, dass ich gemerkt habe, A, die Notbremse funktioniert, also er schießt nicht los mit mir, sondern wupp, einmal kurz Zügel aufgenommen und zack, stand der Esel und ich war selbst sehr überrascht, dass der so schnell stand. Und ich konnte weiterreiten und habe mich trotzdem weiter sicher gefühlt. Also das war jetzt nicht, dass ich irgendwie Angst bekommen habe. Und nein, ich bin einfach weitergetrabt und es war einfach weiterhin auch toll. Bis zu dem Moment, wo mein Trainer gesagt hat, so Chrissy, und heute galoppieren wir. Und ich glaube, ich bin in dem Moment einfach nur noch auf dem Pferd erstarrt. Weil ich dachte, okay, wir galoppieren, toll. Und ab dem Moment war es bei mir echt wie so eine Schranke vorm Kopf. Ich habe draußen auf einmal alle Geräusche gehört. Es war draußen auf einmal alles unheimlich für mich. Auch wenn Q immer noch total brav war. Und ich habe echt Respekt gehabt, bin ich ganz ehrlich. So ein junges Pferd anzugaloppieren ist natürlich auch was ganz anderes als ein alten, wo man sich hinsetzt, das Bein einmal dran macht und das galoppiert los. Beim Jungen ist es ja ein bisschen komplizierter. Und wenn man halt einfach nicht weiß, also selbst dieses Feeling noch nicht hatte, ist es halt für mich umso komplizierter. Ergo, ich habe mich angestellt wie der letzte Mensch auf Erden, glaube ich, zum Angaloppieren. Also das war etwas, ja. Aber auch hier muss ich sagen, ich habe so ein tolles Pferd, der hat es mir echt verziehen. Ich habe so ein bisschen Panikattacke bekommen und habe mich wieder mal am Zügel festgehalten. Und er macht halt nichts anderes, als einfach den Kopf hochzureißen und zu sagen, Alter, lass doch mal bitte vorne los, das nervt mich. Und er macht einfach nicht mehr. Und wenn man ihn dann loslässt, dann ist auch alles gut. Also haben wir es dann geschafft, ihn rechts dann einfach einmal anzugaloppieren. Und ich war froh, dass ich eine halbe Runde vom Springplatz geschafft habe und dachte so, ja, super. Und dann sagt der Foko, ja, ja, machen wir jetzt nochmal. Und ich so, nein, ich will eigentlich nicht. Und dann habe ich es nochmal probiert. Ergo war ich dann im Außengalopp und dachte mir einfach so, nein, ich dachte erstmal gar nichts, bin einfach losgaloppiert. Als es dann endlich galoppiert ist, bin ich dann einfach weiter galoppiert und dachte dann eigentlich nach der ersten Ecke, Chrissy, du bist eigentlich im Außengalopp. Gut, dass der Platz so groß ist, dass das eigentlich gerade überhaupt nicht schlimm ist, weil du musst ja nicht jetzt irgendwo scharf um die Ecke rum. Ergo mussten wir das natürlich nochmal machen, weil wir mussten ja jetzt einmal nochmal im richtigen Galopp angaloppieren. Also es ist für mich echt super schwer, dieses Feeling zu finden, wie ich genau das Pferd angaloppiere. Und dann haben wir es aber nochmal hinbekommen und dann bin ich auch nicht nur eine halbe Runde, sondern eine Dreiviertelrunde über den Springplatz galoppiert. Und war dann aber tatsächlich auch froh, als ich dann, nachdem ich dann ja galoppiert bin, wieder Schritt reiten konnte und bin dann auch relativ schnell abgestiegen tatsächlich und habe Schritt geführt dann noch über den Platz, weil ich echt wackelige Beine hatte. Also das war für mich innerlich eine Überwindung, war es halt einfach. Also es hat mich echt viel Kraft und Überwindung gekostet zu galoppieren. Und das ist immer ganz lustig, auch am Stall sagen immer alle so, Chrissy, warum hast du eigentlich so Schiss? Also das ist doch ein braves Pferd. Jo, es ist ein braves Pferd. Das ist wirklich ein sensationell braves Pferd. Ich bin einfach Jungpferde nicht gewöhnt. Und jetzt, wenn ich auch merke, wie ich da drauf sitze, bin ich umso dankbarer, dass ich mich dafür entschieden habe, das von Profis machen zu lassen. Weil
eben sie die Ahnung haben und ich einfach nicht. Es ist einfach so. Das jüngste Pferd, auf dem ich in meinem Leben gesessen habe, war 6 Jahre alt und was Jüngeres bin ich nie geritten. Ja, und deshalb, das gehört so viel dazu, da gehört so viel Feingefühl dazu, so viel Feeling. Ich will nicht sagen, dass ich das nicht habe, aber ich will einfach sagen, ich habe die Erfahrung darin nicht. Und deshalb war es für mich genau der richtige Weg, dass ich gesagt habe, ich mache das nicht alleine, ich suche mir wirklich Profis. Und umso mehr Spaß habe ich jetzt zusammen mit diesem Pferd einfach auch zu lernen, was es heißt, ein Jungpferd zu reiten. Und ja, viel mehr sind wir jetzt aktuell nicht geritten, weil Q hat jetzt einfach mal auch Pause gehabt. Der zahnt auch gerade so ein bisschen, ist so ein bisschen maulig gewesen. Und jetzt haben wir gesagt, er hat jetzt wirklich die letzten 2-3 Monate, jetzt muss ich gerade überlegen, er hat im Juli Pause. Hat er jetzt wirklich auch wieder super mitgearbeitet, dass wir jetzt gesagt haben, okay, ne, also wir konzentrieren uns gerade viel auf Bodenarbeit und mein Bereich, dein Bereich und ich Chef, du einen Rang niedriger. Diskutieren wir momentan jeden Tag aus. Aber auf sowas konzentrieren wir uns halt gerade und machen natürlich, klar, laufen lassen und was weiß ich, er steht halt auch draußen viel und ja, ich werde jetzt mal so ein bisschen anfangen, mit dem Kappzaun auch zu longieren, weil da braucht er ja nicht zwingend das Gebiss auch im Maul haben. Und dann schauen wir mal einfach, wie lange wir das noch machen, wie lange wir halt einfach das Gefühl haben, er braucht noch einen Moment ohne Gebiss wieder, dass vielleicht einfach dieser Zahnthema so ein bisschen durch ist. Ich meine, jeder, der mal so ein kleines Kind gesehen hat, wenn es zahnt, das ist halt auch ätzend. Und deshalb, ja, müssen wir da jetzt nicht unbedingt gerade ein Gebiss reinschneiden. Deshalb war ich eigentlich ganz froh, trotzdem auch auf jeden Fall, dass ich das letzte Mal mich überwunden habe und dank eines tollen Trainers an der Seite galoppiert zu sein, weil das war halt eigentlich jetzt im Prinzip vor der Pause ein wunderschöner Abschluss und ein sehr gutes Gefühl trotzdem irgendwo, dass ich mich eben auch überwunden habe und wie toll sich das angefühlt hat, auf diesem Pferd auch wirklich über diesen Platz zu reiten, dass ich mich jetzt schon trotzdem extrem drauf freue, wenn es dann wieder soweit ist, wenn ich wieder drauf gehe. Meine Lieben, ihr habt jetzt einfach mal ein paar Eindrücke bekommen, wie es eben aktuell bei Q und mir läuft. Und wenn man das Video vom ersten Mal sieht, wo ich geritten bin, und ich finde jetzt gerade das vom letzten Mal auf dem Platz, ist es doch schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, auch wenn unter meinem allerersten Video da tatsächlich schon einige auch geschrieben haben, das wird ein langer Weg für dich und du traust dich ja gar nichts. Ja, ich bin ein Schisser, aber ich habe einen super Trainer an der Seite und B, habe ich besonders ein wundervolles, ganz, ganz tolles Pferd, was mir gerade extrem viel Hilfestellung gibt und mit dem ich einfach super gerne auch zusammenarbeite und ich so gespannt bin auf den gemeinsamen Weg, der noch kommt. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen und ich sage jetzt schon mal bis bald zum nächsten Video. Ciao!